Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Andy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir noch das restliche bisschen an Nebenquests erledigt, und zwar in Form von Bösewichte wiederbelebt und die bekämpft, weil warum nicht, wegen deren Seelenabzeichen. Und ja, wir sind jetzt hier fertig und wir gehen jetzt hier rein und hoffentlich ist dann alles erledigt. Und wir können dann weiter zur nächsten Saga. Hi, Opa. Von dir habe ich noch kein Seelenabzeichen. Yay. Lass mich sie angreifen. Willst du wirklich mit der Geschichte fortfahren? Deine Gruppe wird aufgelöst. Ja. Ja, darauf fährt er voll ab. So, irgendjemand ist aufgelevelt. Ich weiß nicht wer. So, damit sind wir jetzt in der. Eigentlich sind wir noch nicht. Ich weiß gar nicht, was die nächste Mini-Saga eigentlich hier so zu zählt. Ich nehme an, das ist schon die nächste Saga, ne? Oder ist es so, weiß nicht, so ein kleiner Epilog in der letzten Saga? Aber nee, ich glaube, das ist schon. Also ja. フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかし、その平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。 Alles klar. Die nächste Saga. Ja, gehört zur nächsten Saga dann. Oh, schön. Dragon Ball Z, der Cyborg-Terror beginnt. Meine absolute Lieblingssaga. Das sieht Son Gohan wenigstens vernünftig wieder aus. ああ、そりゃな。気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な木に。大変なことになったな。フリーザなのか。ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ。間抜け目。奴らはスカウターを持っているんだ。 あの、ナメック星人は特訓にそうしている。さすがだ。ピッコロ。来たぞ。あ、あっちに降りた。間違いない。フリーザだ。生きていた。やっぱりフリーザの他にもう一人嫌がる。 いいか、貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち、あんな強い気を持つやつと戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいて行ってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。 Alles klar. Was? Boah, ich finde das so gut, dass auch jeder hier mit seinen Klamotten rumläuft, was die ihn zu diesem Zeitpunkt anhat, ne? Die Charaktere sehen alle genauso aus wie zu diesem Zeitpunkt in der Story. Finde ich so gut. So,
ich habe so ein Lied bekommen, das ist alles groß geschrieben und hat einen sehr japanischen Namen. Da sind meistens Lieder, die auch in der Serie vorkamen. Ja, hier all diese Lieder, die so richtig fett geschrieben sind, da kann man sogar Hinweise nachgucken. Ein Kampf, der aus Spannung, Furcht angesichts eines mächtigen Feindes vermittelt. Hier eine Bitte, Kampfseil, verwendetes ernstes Stück. Ein fröhliches und komisches Szenen verwendetes Stück. So, was ist das hier? Ah, ein klassisches System, das im Angesicht scheinbar unglaublich schlechter Chancen zum Einsatz kommt. Also immer wenn die hier so groß geschrieben sind, dann sind halt immer so Lieder von der Serie. Da finde ich nicht schlecht. Ein Orchesterarrangement von Charla Etchela, den ersten Titel Musik von Dragon Ball Z. Ich finde das so gut, ne? Ich liebe das Spiel, habe ich das schon mal gesagt. So, naja, wir haben alle unsere und die Beine haben gar nichts. Macht Sinn. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Zu dieser Zeitpunkt sah Bulma echt am bescheuertsten aus. Also, ich meine, Bulma hat ja dauernd irgendwie, sie sah ja in wirklich jeden Saga vollkommen anders aus. Und hier sah die mit den Locken, das sah richtig bescheuert aus. Ja, warum, ne? Ja, wir sind halt stärker, ne? Mein anderthalb Jahr. So, habe ich hier mit denen geredet? Ne, Vegeta wieder. Ganz gechillt. Ich kann mich aber nicht erinnern, ob wir auf so eine Wiese waren. Dass die auf so eine Wiese waren. Aber ja, ist egal. Aber ich bin so froh, ne? Allein schon Mecha Freezer zu sehen. Das ist so selten in Dragon Ball Z Spielen. Freezers Vater, King Cold. まつのかフリーザ。これ別にリアだね。だけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから地球人を見殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいがスーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。 Ja, und King Cole sieht man auch nicht sehr oft. So. Währenddessen. Der geheimnisvolle Retter aus der Zukunft. Spoiler. So. Ja, wir sind tot. なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように。 甘くはない。孫悟空。なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ。貴様が部下を殺してしまったおかげで、このフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。何？ 貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい、僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言った。お前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。はあ。
Alles klar. Und wir spielen. Ich bin natürlich geheimnisvolles Kind. Da habe ich mich ehrlich gesagt gewundert, ob wir die Chance haben, ihn zu spielen. Und er ist ja nur zu einer sehr begrenzten Zeit im Spiel, also in der Serie verfügbar. Warte mal, hast du jetzt gerade 6 Balken oder habe ich mir nur einen Bild? Ich weiß nicht, ob das. Aber ja. Brandattacke, boah. Boom. Nein, lass mich zu meiner Dings. Oh, ich kann gar nicht. Oh Gott. Komm, blutig. Okay, so. Ausdruck gewinnen wir eigentlich nicht, aber was soll's. Wie gesagt, ich bin nur froh, dass wir schon Mecha-Freezer überhaupt im Spiel haben. Wie gesagt, Mecha-Freezer kommt so selten in den Videospielen vor, ne? Das Einzige, was ich mich jetzt nur erinnern könnte, wäre jetzt hier Dings. Oh Gott. Jetzt Budokai 3 damals. Da konnte man sich in dem verwandeln. Das ist das letzte Mal mehr. Wohl kam ja auch in Dings vor, in Xenoverse bestimmt, ne? In Xenoverse kommt fast jeder Charakter vor. Aber ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir haben Freezer platt gemacht. Mecha Freezer. Erstmal schön die Haare machen. Oh. Oh, da war's mit Freezer. Und das war's mit King Gold. Oh, der will, er war keines Kampfes würdig. Ah, oh, schade, egal. Ja, okay, King Gold. いってみるしかあるまい。オッケー。フリーザ。あ、あっという間に。スーパーサイヤ人だと。そんなバカな。あのフリーザを一瞬で信じられん。うん。じゃないとしたら誰なんだ。 Super Saiyan. Warum ist Pool überhaupt hier? Ist mal ganz ehrlich. Ist auf unsere Seite. Bitte bring uns nicht um. Batman. Wie geht das, Batman? Confirmed. Ne? Ja, wir wissen ja schon, wer der Typ ist, allein schon vom Titel, ja. Ich meine, wenn man die Serie nicht geguckt hätte, wäre ganz schön spoilerisch irgendwie. Oder? Aber ich weiß nicht, wie früher die Folgen immer so
wie früher die Folgen immer halt gemacht haben, ob die auch voll die Spoiler immer im Titel gepackt haben. Keine Ahnung. Premium goldene Gazellenfleisch. Was? Das klingt sehr. Oh, da ist auch noch. Hallo? Wo bin ich überhaupt hier auf der Karte? Mitte des Kontinents, weil das ist ein ganz anderes Gebiet hier. Das war sehr random hier irgendwie. Oh, hallo. Pilafs Plan. Son Goku hat jetzt 6 der Dragon Balls. Allerdings zeigt das Drachenradar nichts an, wo sich der letzte befindet. Daraufhin begibt er sich zur Wasserin Baba, um sie zu fragen. Die Kristallkugel zeigt ein Auto, in dem sich das die Pilatrufe befindet, die eine spezielle Kiste mit den letzten Dragon Ball dabei hat. Pilaf wollte Son Gokus Schwäche seinen Schweif aussetzen, um die Dragon Balls zu stehlen. Doch war dieser bereits entfernt. So, hier war goldene Gazelle. Wo ist denn eine goldene Gazelle? Das klang jetzt sehr, das hat mich jetzt sehr scharf gemacht. Was ist das hier? Das war blaues. Sag mir doch jetzt nicht was von goldenen Gazellen und dann sagt einfach und dann habt ihr keine goldenen Gazellen. Komm schon. Na gut, dann gehen wir zurück zur Story. Ah, ich kann jetzt wieder fliegen. Ne? Ja, müssen uns ja nicht mal verstecken. Also dann verstehe ich jetzt recht nicht, warum wir hier nicht irgendwie so ein Dingens gebracht haben, hier, warum wir nicht hier im Dings sind, so wie in der Saiyajin-Saga in so einem Gebirge, weil das hat irgendwie nicht hier so stattgefunden. Er findet dein T-Shirt witzig. あいつの言う通り孫が帰ってくれば少しは謎が解けるだろうな。あいつ孫悟空とは宇宙のどこかの星で死んだ。あ、待て。あいつの言う通りそう。携帯は知れないけど悪いやつじゃなさそうだな。僕もそう思います。 さっきの状態がスーパーサイヤ人。僕もあれと同じ強さだというんなら、とんだ化け物だな。悪い奴には見えないが、気をつけろよ。大丈夫ですよ、ヤムチャ様。なんで孫君が帰ってくる場所を知ってるのかしら。No, ich weiß, ich bin schon wieder hier am Sidetracken, aber so, wo ist das Ding? Ich habe ja gerade so einen gelben Drachen gesehen, den habe ich noch nicht erledigt. Ja, jedes neue Tier, was man fängt oder tötet, oder so, wird immer in diese Enzyklopädie reingepackt. Und jetzt ist das Ding irgendwie rot, oder bin ich mir nur ein? War noch ein gelber irgendwo. Da war nur Licht. Ich glaube, da war nur Licht. Egal. Weiter mit der Story. Hi. Warum guckst du so auf meinen Arm?実は僕も話して聞いたことがあるだけで会ったことはないんです。え、そうなんですか。ねえ、なんで孫君が戻ってくる時間が分かってるわけ。それはすみません、言えないんです。フリーザを倒した時、あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。あれって。 Ich habe einfach laut geschrien und meine Haare schnell blond gefärbt. Wäre ein bisschen krass, wenn er jetzt erzählen würde, ja, das ist mir passiert, als du すみません。年齢以外はちょっと言えないんです。ふう。まあいいわ。地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう。What?
3 Stunden später. Sorosoro, tochak suru hazu desu. Punktlandung. Aber hat er auch die Jadrat-Klamotten an? Ja. Für diese eine Szene. スーパーサイヤ人になって、あっという間にな。スーパーサイヤ人に?そうさ。実はお話があります。二人だけで。オラと?そりゃいいけど。なんだよ。俺たちには内緒ってわけか?悪いな。みんなちょっと待っててくれ。 Und wir spielen wieder Son Goku. Die Transformation Super Saiyan ist jetzt für Son Goku verfügbar. Fällt mir ein, wir haben schon sehr lange nicht mehr Son Goku gesteuert. In dem Spiel, das Kakarot heißt. Und ich sollte vielleicht mal seine Attacken hochleveln, weil er ist, glaube ich, der einzige, von dem ich noch nichts hier habe. Ne? Obwohl doch immer, wenn ich hier so ein bisschen weiter, okay. Ja, ich werde mal die ganzen passiven Dinger hier holen. Ein Kampf mit höherer Stärke, okay. Da könnten meine Unterstützungscharaktere ja mal benötigen, mit die was reißen können. Ja, natürlich hat er für diese eine Szene seine Jadrat-Klamotten an. Kaioken. Wahrscheinlich nie einsetzen werde. Super Saiyajin. Den langsamen Verlust von Ki im Verlauf des Kampfes. Alles klar, damit kann ich leben. Solange keine KP runtergehen, aber er folgt ihm nicht. Aber okay. Ja, ich fand die Jadrat-Klamotten von Son Goku, die sahen auch gut aus. Ich glaube, fast jeder irgendwie hasst sie, aber ich finde, die sehen auch voll stylisch aus. Da, ich habe nicht genug. Ich muss so bunte Kugeln sammeln. Na, dann noch. Nein, falscher Knopf. Mal ausrüsten. Weil ich habe so eine Vermutung, nämlich Unterstützungsanzeige. Ja, ich glaube, das wird irgendwie nicht so oft passieren, ne? Also das hier. So, Super Saiyajin. Ich hatte irgendwie entfernen. Erhöht die Werte um 20%, erhöht die Werte um 50%. Ja, aber ja. Trotzdem. Gelenktes Kamehameha oder Super Kamehameha. Weiß nicht. Und Genki Dama. Mal gucken, an die direkt in die Opfer fährt. Ob sich der Angriff irgendwann mal ändert. Okay, gut. Ist okay so. Das war, Leute. Ich weiß, ich bin seit langer Zeit nicht mehr da, aber ich muss mal kurz mit diesen kompletten Unbekannten hier reden. あいつまったく。どこをずっとうろうろしてたのか、後で聞かせてもらうわよ。よく帰ったな、悟空。積もる話はあるけど、先にあいつの話を聞いてみてくれよ。気をつけろよ、そう。よく帰ってきたな。ワンピースウィア。会いたかったぜ、悟空。
Ja. Komm schon, Best Buddy. Warum nicht? Was war? Du konntest dich doch im Kampf gegen Frieza schon automatisch hinverwandeln. Meine Haare sind gelb. Deine auch. Wirklich? So, Goku ist sehr simpel. Er stellt keine Fragen. Einfach nur, ja, ist klar. Jetzt ist er mysteriöser Jugendlicher. Kein geheimnisvolles Kind mehr. Er ist aufgelevelt. Alles klar. Habe ich schon gefragt. Ich habe mir schon gedacht, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Ja, wir sehen so awesome aus, ne? Ich habe so das Gefühl, die ganzen Storykämpfe, wo man wahrscheinlich sowieso in bestimmten Verwandlungen sein wird, tun diesen ganzen Nebeneffekt hier irgendwie ausschalten, oder? Also wir tun jetzt hier kein Key verlieren, offensichtlich. Also ist das doch gar nicht mal so schlimm, ne? Wenn wir jetzt irgendwie Super Saiyan sind, wir verlieren ja gar keine Key. Ja, ich tue es überzeugen, keine Key-Angriffe und so einsetzen, obwohl das jetzt auch ich eine nur hier. Habe ich genug. Es gibt ja viele Storykämpfe, wo Charaktere in Super Saiyan und so verwandelt sind. Also, wir meinen, da tun die einen Nachteil irgendwie so einfach eliminieren, ne? Also, boom. Das ist doch nicht schlecht. Wir sind nicht überlevelt, obwohl wir ja die ganzen, ich nehme an, Son Goku hat ja auch mitgelevelt auf Screen, ne? Genommen. Okay. Weil er jetzt benommen war, okay. Ja, あなたにはすべてをお話しします。これからお話しすることは、すべてあなたの心の中にしまっておいてください。分かった。安心して喋ってくれ。ほら、口の堅い方だ。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から？ 20年後の名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。Geheimnisvolles Kind, Trunks. え？ベジータも似てる。そういや、似てるな。Irgendwie nicht。今から2年半後に僕は生まれるんです。でも、そんな話をしに来たわけじゃありません。
ぜひあなたに知っておいてほしい。10。ああ。オプサ。今のこの時代から3年後、5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島に凄まじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された 人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト、ドクターケロ。レッドリボン軍。Kein Amerikaner kennt den oder den Namen Red Ribbon, weil damals irgendwie keiner Dragon Ball geguckt hat, im Gegensatz zu Deutschland, wo Dragon Ball erst nach Dragon Ball Z vor Dragon Ball Z kam. Weil in Amerika ist irgendwie anders gelaufen, glaube ich, oder war nicht so bekannt oder keine Ahnung. そのものはあなたがその昔叩き潰したらしいですが。いや、gut gemacht、その僕は大切、wir haben das dir zu verdanken。俺が崖の頃にな、あの時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクターゲロは生き残り、研究を続けていたんです。何のためだ？例によって世界征服が目的か？ よくはわかりませんが、少なくともドクターゲロの狙いはそうだったと思います。しかし、究極の殺人マシンとして作られた2人の人造人間は、生みの親のドクターゲロを殺してしまった。つまり、ただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は2人。1対1でも 僕は逃げるのがやっとでした。待てよ。お目の味方。いません。20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。3年後の戦いで、あそこにいる父も、クリリンさんも、ピッコロさんも、他の皆さんも殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたご飯さんも、 僕に戦いを教えてくれた後、4年前に。あなたも知っておられるように、ピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで、未来の世界は地獄のようなものです。強すぎる、強すぎるんですよ奴らは。 ziemlich geschillte Reaktion. そいつらと戦えないのが残念なんですか？恐怖はないのですか？そりゃ怖えけんどよ、すげえ強えやつらなんだろ。やってみてよな。なるほど、あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬で あなたは死なずに済みます。本当か？やった！サンキュー！本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですが、あんな歴史なら、母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。おめの母ちゃん、 Die steht da drüben. Ach du Scheiße.
wenn ich die deutsche Synchro zitieren darf. Ach du Scheiße. Bulma ist deine Mutter. Na, Piccolos Reaktion. あの、このことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。あ。ああ。わかった。では僕はそろそろ元の時代に帰る。Ich wollte schon sagen, sein rechter Ärmel war irgendwie geglitscht. タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。3年後に生きろよ。いい目標ができた。こっちもその積もりで3年間たっぷりと修行するさ。Hey, war direkt Silber. Schön. SS. Kein Problem. Eine Menge Zeugs. さて困った。みんなにはどうやって言った。おい、悟空。あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ。 自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ？あ、いや、おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。え？貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。え？おめ聞こえ。俺の聴覚は 貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃ、たまらんからな、俺たちも。殺される？どういうことだ？告げられた衝撃の未来。Oh, weiter auf die Cyborgs. Oh, können wir Auto fahren? Wie in der Serie. Trunks no koto dake wa umaku nazo no mama ni shi, subete o mina ni hanashita. Sasuga ni dare mo ga shokku no iro o kakusenakatta you da ga, 3 nen go ni arawareru toyu osoroshii 2 tai no jinzou ningen. Rekishi ni sakarai, sono satsujin mashin to no tatakai ni ikinokoru beku. In Amerika haben die ja noch falsch übersetzt. Androids heißen die ja in der englischen Version, aber den Namen Cyborg gibt es ja auch im Englischen. Und was mich jetzt interessieren würde, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Androids und Cyborgs? Weil Androids scheint ja irgendwie falsch zu sein übersetzt. Also Cyborg ist ja der richtige Name für die Cyborgs halt, ne? Und ja, was ist eigentlich der Unterschied jetzt zwischen Android und Cyborg? Das habe ich mich schon immer gewundert. カカロット。教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。そうだ。俺たちずっと心配してたんだぞ。あ、ほらもうあの時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よく玉っころみてえな宇宙船見つけてよ。そうか。ギニュー特戦隊、奴らの乗ってきた船だ。 そいつ乗って脱出したら勝手にアドラットっていう星に着いちまった。
義乳たちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。うん、まあ、アンギルフスなるほど。オッケー。その妙な服はヤードラット人のものか。あ、仲良くなってさ、もらったんだ。ほらのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。やつらは力はないが不思議な術を使う。そいつを習っていやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技は一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃない。Kann ich das einsetzen auf der Karte? つまり知ったやつの移動。Auf der Weltkarte, was weiß ich, free roaming? そこがちょっと欠点かな。いや、十分だろう。あんた、今やもう何でもありね。よし。では、みんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ。3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前、午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、trotzdem ein bisschen knapp, ね。足手まといになるようなもの。schon einen Tag vorher eingehen oder so. Weiß ich nicht, Minen platzieren, was weiß ich. カカロット。スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。あ。Let's shirt, Vegeta. Du. その場所で。本当に自信のあるもんだけで構わねえかな。よし。俺たちも行くとすっか。そうだピッコロ、俺とご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう。望むところだ。やった。ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃ、みんな3年後にまた会おうな。おう。ねえお父さん、一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな。父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピクロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。Mach mal halblang, Piccolo. Im Gegensatz zu dir habe ich eine Familie. Ich habe auch einen Sohn, er nennt sich Son Gohan. Was? Der klingt da genauso wie, wie der Name meines Sohns. Ja. Ja, ne, warum trainieren die alle nicht mit Son Goku? Das wird denen noch viel besser helfen. Ich will noch viel stärker werden. Ja, boah, immer die einzige mit dem Hirn im Kopf. その人造人間と戦えて、それに今まだ何も作ってねえのにやっつけるっちゅうは。あんたね。はっ、帰ってきてくれて嬉しいよ、悟空。俺もクリリンが生き返ってくれてよかったぞ。Was los, Son Gohan? ありがとうな。Son Gohan traut sich nicht, die Gruppe zuzugehen.俺も戦う。あ、ピコロ。人造人間を相手にどこまで戦えるか、自分の可能性を試したい。僕は天さんの修行を助ける。Deswegen bist du nie stärker oder was? Wenn du hilfst. So.Kann ich meine Gruppe überhaupt ändern jetzt? Nö. Ja, Son Gohan hat jetzt wesentlich seinen bescheuerten Haarschnitt jetzt weg. Jetzt wieder vernünftige Haare.
Oder sind wieder so Türme. Mach ich mal kalt. Treffe ich natürlich nicht, ist klar. Ich wette, da ist so eine Kugel. Ich wusste es. Bin immer in diesen Dingern. So, diese Kugeln sollte ich wahrscheinlich offscreen alle wieder einsammeln, ne? Aber. Ups. Fällt mir ein. Das ist eigentlich auch voll dämlich, ey. Ich kann auch viel schneller. Was? Dieser Raumschiffe, warum? Ich hoffe nur, ich finde jetzt auf den ersten Blick irgendwie so keine Ahnung, so Erinnerungsdinger. Ich glaube, Uranai Baba, wenn man die bezahlt, die kann einen irgendwie sagen, wo die Dinger sind. Also das sind diese Erinnerungs, keine Ahnung, Stücke oder was weiß ich, wie das genannt wurde. Weiß nicht, ob es irgendwas bringt, die Dinger kaputt zu machen, aber ich werde es trotzdem machen. Was ist das? Ich liebe diese Rundungen. Hier ist nichts, ehrlich. Gut, okay, haben wir genug erkundet, nehme ich an. So, meine Frage ist jetzt. Ja, hier gibt es noch einige Quests. War ja klar. Und da kann ich sogar nur jetzt machen. Meister Kaios Planetgebiet, westlicher Bereich. Kannst du Meister Kaio? Mitte des Kontinentsbereich wurde freigeschaltet. Meister Kaios Planetgebiet wurde freigeschaltet. Bereich abseits der Erde. Ja, gehen wir mal dahin. Wenn wir schon können, ne? Dann können wir. Und ha, guck mal. Son Goku ist zurück auf der Erde und der mysteriöse junge Mann möchte allein mit ihm reden. Er stellt sich als Trunks vor und erklärt, dass er aus der Zukunft kommt. Eine tödliche Gefahr, irgendwas. Oh, das ist cool. Oh, das ist so cool. Hallo Bananas oder Bubbles. Ja, Bubbles, ja. Hey Bubbles, wie läuft's so? Oh, 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 oh. Oh, du wirkst bedrückt. Bananenblues. Bitte was? Piraten. Meister Kaios Haustier, Bubbles. Also okay, wenn ich irgendwie helfen kann, lass mich bitte wissen. Oh, ah. Ja, ich habe keine Ahnung, was mit dir los ist. So, Goku, ich bin froh, dass du hier bist. Ich glaube, Bubbles hat vielleicht Hunger. Könntest du ihm vielleicht etwas Obst besorgen? Ja, verstehe, du hast Hunger, Bubbles. Oh, ah. Ach, er hat das ganze Obst auf diesem Planeten verschlungen. Jetzt ist er deprimiert, dass es nichts mehr gibt. Ich besorge ihm welches, aber was für Obst soll ich ihm bringen? Bubbles frisst nur das beste Obst. Er ist ein Feinschmecker, genau wie ich. Wirklich, aber dein Essen ist doch gar nicht so gut. Wie kannst du es wagen? Wenn du denkst, dass du so viel über Essen weißt, weiß es, bring mir was Leckeres. Okay, ich bringe Bubbles Obst und der eins von Chichis Fertiggerichten. Die sind lecker. Und deinetwillen hoffe ich, das stimmt. Also, was für Obst soll ich Bubbles bringen? Mal sehen. Du musst ihm kosmische Bananen bringen. Das ist der süßeste Obst in der ganzen Galaxis. Verstanden. Ich besorge sie. Halte durch, Bubbles. Schon bald schlimmst du süßes Obst. Oh, oh, ah, ah. Jo, Moment, dieses Obst habe ich noch nie gesehen oder davon gehört. Finde ich es auf der Erde? Das sollte möglich sein. Ich habe gehört, dass die Samen vor langer Zeit zur Erde gebracht wurden. Was für ein Zufall. Ich frage mich, wo ich sie finden kann. Hey, ich wette, Bulma weiß es. Halt durch, Bubbles, ich besorge dir dein Obst. Oh, 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 ah, ah. Na, das ist praktisch.
von einer tödlichen Gefahr zu warnen, die in 3 Jahren auftauchen wird. Alles klar. Was geht, Bulma? Ach, hallo, Son Goku, wie geht's? Überhaupt nicht gefragt habe, kommst du auf einmal her? Ich muss dich was fragen. Mitten aus dem Nichts. Son Goku erklärt Bulma die Situation mit den kosmischen Bananen. Ich glaube, ich weiß, wo du welche findest. Wirklich? Aber die Früchte wachsen nur tief im Inneren des Dschungels, weshalb sie sehr teuer sind. Für wen willst du sie doch mal? Bubbles. Bubbles. Meister Kaios Haustier. Moment mal, du gibst ausgefallenes Obst einem Tier? Meister Kaio meint, er frisst nichts anderes. Genau wie Meister Kaio nervt er manchmal echt. Hey, das habe ich gehört, Son Goku. Hast du das jetzt mal die ganze Zeit belauscht, Meister Kaio? Also, Bulma, wie viel werden mich diese Früchte denn kosten? Läden führen sie nicht immer, aber wenn es dann kostet, etwa 10 Millionen Seni. So teuer? Also, was willst du tun, Meister Kaio? Hast du 10 Millionen Seni? Hä, Meister Kaio? Ist ausgerechnet jetzt die alte kalte Schulter sein? Dann gehe ich eben in den Dschungel und hole sie selbst. Kannst du mir zeigen, wo es lang geht, Bulma? Seid immer auf der Jagd, oder pflückt euch euer eigenes Essen. Wollt ihr nicht zur Abwechslung mal Geld verdienen und euch etwas kaufen? Der Standort der kosmischen Bananen wurde auf deiner Karte markiert. Alles klar. Saures im Süßen. Son Goku und Bulma setzen die Suche nach den Dragon Balls fort. Die beiden bringen die betrügerische Gestaltwanderer Oolong dazu, sich ihn anzuschließen. Er erweist sich jedoch als recht wankelmütig. Um ihn zum Dableiben zu bewegen, bietet Bulma ihm Süßigkeiten an, die Oolong nur allzu gern probiert. Allerdings handelt es sich dabei um Spezialbonbons, sagt man. Ferkel übergibt sich der unglückliche Esser dieser Bonbons. Bulma nutzt die Wirkung, die einen Monat lang anhält, um Oolong daran zu erinnern, überhaupt ans Weglaufen zu denken. Ja. Ich hätte vielleicht warten sollen, als ich die ganzen Dinge eingesammelt hätte. Son Goku gibt bestimmt immer zu alles so einen Kommentar. Ja, was soll's. Oh, noch was. Kapselkrise. Bulma ist wütend auf ihrem Schuh. Sie beschließt, gemeinsam mit Son Goku nach dem Dragon Ball zu suchen und verlässt das Haus. Bevor sie geht, will sie schnell noch die Kapsel mitnehmen, die das für das Unterwassererkundung benötigte U-Boot enthält. Dummerweise gehört die Kapsel, die sie in die Hände bekommt, ihrem Vater, Dr. Briefs. Bulma schaut nach, was in der Kapsel ist und findet Dr. Briefs wertvollste Magazine. Boah. Oh, Son Goku. Entweder bist du sehr unschuldig oder sehr dämlich. Vielleicht von beides so ein bisschen. Aber ich bekomme ja Gegenstände noch, also weiß ich nicht. Vielleicht kann ich einige Dinger nur mit Son Goku einsammeln. Was ist denn hier noch? Irgendwas ist hier noch. Oh, hi. Ich habe deine Schmuddelmagazine gefunden. Warum sind da nackte Leute drauf? Ah, Son Goku, hast du kurz Zeit? Okay, was ist los? Ich wurde gerade von der Idee für eine neue Maschine wie vom Blitz getroffen. Das Volumen ist nur, dass mir die Materialien fehlen, um sie zu bauen. Eine Maschine? Was denn für eine? Kann die 0, nichts Essen zubereiten? Nein, nein, die macht wzzzt, klack, wenn sie sich bewegt. Wzzzt, klack, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Nicht so? Nicht? Also angetrieben wird sie von einem hydraulischen System, das... Wow, 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 ich will ja keine Physikvorlesung erhalten. Ich muss nur wissen, was du vorhast. Eine komplizierte Maschine zu bauen. Naja, die Konstruktion wird recht simpel sein, aber ich brauche ein paar spezielle Materialien, um sie zu verstärken. Kannst du jemand zu Materialien für mich besorgen? Es soll dein Schaden nicht sein. Boom. Ja, ich hoffe, ich habe die schon. Entspannt, Genie. Na klar, das kann ich wohl tun. Danke, ich schulde dir was. Ich brauche Folgendes. Ton, Kopf, Robo, Zahnrad, Densit und Silbererz. Das sollte alles sein. Aber das Densit könnte Probleme machen. Das liegt nirgendwo einfach rum. Das ist ein ganz besonderes Mineral. Das findest du nur, wenn du große Felsen zerstörst. Ich muss also bloß ein paar große Felsen in die Luft jagen. Hm, kein Problem. Los, auf geht's. Jetzt witzig, wenn ich alles schon hätte. Hm.
Okay. Silbererz habe ich schon, den See, Totenkopf, Zahnrad. Muss ich irgendwie dran kommen. So, Bad schon wieder sehr lang, aber. Ich würde sagen, ich beende den Part und dann in der nächsten Folge werden wir uns dann auf die Suche machen nach all den Sachen, nach den Quests und keine Ahnung. Mal schauen. Ich möchte mal nach Gottes Versteck. Vielleicht sind da jetzt da auch Erinnerungen. Ich habe so ein Gefühl, einige Erinnerungen tauchen nur auf, wenn ich Son Goku steuere. Oder wenn ich eine bestimmte Sage erreiche. Ne, kann auch sein, weiß ich nicht. Hi. Ja, der sieht schon, was ist nichts passiert. Ich wusste es. Da habe ich auch noch einen sehen. Son Gokus entfesselte Kraft. Son Goku und Tenshinhan treffen erneut beim Kampfsport-Weltturnier aufeinander. Son Goku gibt zu, über Tenshinhans Entwicklung erstaunt zu sein und sieht danach seine Schuhe und einen Teil seiner Kleidung aus. Tenshinhan stellt fassungslos fest, dass die von Son Goku abgelegte Kleidung insgesamt mehr als 100 Kilo wiegt. Als er erkennt, dass Son Goku die ganze Zeit über in Kleidung mit Gewichten gekämpft hat, lacht Tenshinhan vor Begeisterung auf, da er sich auf seinen vielversprechenden Kampf freut. Na, aber jetzt nicht mehr. Jetzt wird das, glaube ich, nicht mehr viel bringen, mit 100 Kilo durch die Gegend zu laufen. Weg zum Wächter. Son Goku kann Dämonenkönig Piccolo im Kampf besiegen. Shenlong ist aber immer noch fort. Um Krillin und die anderen vom Dämonenkönig getöteten Personen zurückzuholen, muss Son Goku zuerst Shenlong wieder erwecken. Er begibt sich zu Gott, dem Erschaffer der Dragon Balls, in der Hoffnung, dass er etwas tun kann. Gott wohnt weit oberhalb des Meister Quitte-Turms und trifft nur diejenigen, die eine Erlaubnis von Meister Quitte erhalten an und seine Glocke mitbringen. Mit der Glocke in der Hand nutzt Son Goku den Kraftstab, um das Versteck von Gott zu erreichen. Sieht aus wie jede andere Glocke. Das ist klar. Muss ja ein kleiner Besuch hier, würde. Weil ich viele Sachen hier finde. Vorbei an Mr. Probo. Nachdem er Erlaubnis von Meister Quitte erhalten hatte, begibt sich Son Goku zum Versteck von Gott. Als er eintrifft, grüßt ihn jedoch nicht Gott, sondern dessen Diener, Mr. Probo. Mr. Probo teilt Son Goku mit, dass er ihm erlaubt, Gott zu sehen, wenn er ihn im Kampf besiegen kann. Son Goku nimmt die Herausforderung dankend an, erkennt jedoch schnell, dass Mr. Probo eine Nummer zu groß für ihn ist. Son Goku hört, dass Gott wesentlich stärker als Mr. Popo ist. Er freut darüber, dass er viel stärkere Personen als ihn gibt, bittet er darum, trainiert zu werden. Da ist ja noch irgendwas. So, irgendwas noch hier. Nein. Okay. Ich sagen, wir gehen dann noch zum Quittenturm. Ja. Ist auch noch ein sehr kleiner Bereich und dann wenn bei dem Part. Eine Stunde, das ist schon viel zu viel. Das sind jetzt 5 Stunden, die ich heute, glaube ich, aufgenommen habe. Ja, ich wusste jetzt irgendwas. Das schwer zu findende heilige Wasser. Um den gefährlichen Antäter Tau Bai Bai zu besiegen, steigt Son Goku den Meister Quitte Turm hinauf, von dem behauptet wird, dass noch niemand je seine Spitze gesehen hat. Dort befindet sich angeblich das heilige Wasser, das die Kraft derjenigen, die es trinkt, enorm erhöht. Um Zugang zum heiligen Wasser zu halten, muss er jedoch zuerst einen katzenartigen Einsiedler Meister Quitte vorbei. Bei dem Versuch, den flinken Meister Quitte zu besiegen, hat Son Goku unbemerkt trainiert und ist stärker geworden. Richtig. Das Training an sich war das Wasser. Irgendwie sowas. Gut. Ich gut, dass wir jetzt hier so ein paar Sachen beischalten.
Ich will am liebsten noch weiterspielen, aber ist schon so lange jetzt. Also ja, reicht jetzt erstmal. Gut, aber ich würde sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge können wir uns dann weiterhin Nebenquests hier widmen und vielleicht noch so ein paar Erinnerungen finden. Mal schauen, vielleicht von den Dragon Balls irgendwas wünschen. Die werde ich auf jeden Fall offscreen noch mal suchen. Für den Fall, dass wir mal irgendwann mal brauchen. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann ist doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.